Eigentlich ist José Mourinho wahrlich kein Mann der leisen Töne. Der exzentrische Portugiese ist eher ein Vertreter markiger Sprüche. Doch nach der bislang schlechtesten Hinrunde seiner Karriere, in der er mit Chelsea im Abstiegskampf steckt, kokettiert The Special One mit der angeblichen Schwäche seines Teams. Nach dem Sieg gegen seinen Ex-Club Porto und dem Erreichen des Achtelfinals lobt er erst seine Spieler und macht sich und sein Team dann ganz klein. Ich denke, im Achtelfinale will jeder gegen uns spielen. Jeder Zweitplatzierte will uns als Gegner haben. Die wollen nicht gegen Barcelona spielen oder Real Madrid. Sie wollen auch nicht gegen Atletico Madrid spielen, ebenso wenig gegen Bayern. Ich glaube, jeder Zweitplatzierte will gegen uns oder St. Petersburg spielen. Weil die glauben, Chelsea wäre das schwächste Team im Wettbewerb? Ja. Dabei ist dem Portugiesen sehr wohl bewusst, dass ihm diese Außenseiterrolle nur hilfreich sein kann. An der Qualität der Spieler wie Hazard, Fabregas oder Willian gibt es keinen Zweifel. Aber nur wer schwach erscheint, kann überraschen. Dass das über die Krise und den vollkommen überraschenden Absturz in der Premier League nicht hinwegtäuschen kann, ist aber auch klar. Doch der 52-Jährige trotzt einer wochenlangen Trainerdiskussion und hat zudem einen großen Kredit bei den Fans, die ihn eher feiern als kritisieren. Schon vor der Partie gegen Porto war Mourinho daher ganz er selbst. The owner is a person to change with the wind. Ich glaube, Roman Abramowitsch ist niemand, der seine Fahnen in den Wind hängt. Ich weiß, dass die Ergebnisse ein wichtiger Wind sind und ich weiß, dass der Wind sehr stark bläst und die Resultate in der Premier League sehr schlecht sind. The results in the Premier League are really bad. But I think the Aber Abramowitsch weiß, wer ich bin. Er weiß, was ich dem Club gebe und er glaubt an mich und daran, dass ich der Richtige für den Job bin. That I am the right person to do the job. José Mourinho prägt den europäischen Fußball seit über 10 Jahren entscheidend mit. Von Anfang an war er ein Meister der Mindgames, der Psychospielchen. Sie sind Teil seiner Strategie und genau so sollte man seine Worte über das schwache Chelsea auch einordnen.